Was geht ab bei euch auf der Erde? Terrafox hier, gesendet von der Erde. Und herzlich willkommen zu einem neuen Sonic Fangame. Diesmal einen Monat rausgekommen. Vor einem Monat Sonic Encore. Ja, das ist eine, ich habe keine Ahnung, ein Fangame halt über Sonic. Und jetzt habe ich, das weiß nicht, welcher Entwickler das war. Aber soweit ich weiß, hat das nur ein Entwickler gespielt. Und man kann jetzt, das Encore, ich glaube, das hatte ich schon mal angespielt, aber war es noch eine Demo. Das hier ist die finale Version davon. Und falls ihr euch wundert wegen dem Licht, meine Lampe oben ist kaputt. Die Lampe oben ist kaputt. Und ja, ich habe jetzt hier so eine Tischlampe bekommen als Ersatz, damit ich ein bisschen Licht habe hier. Aber hoffentlich kann man mich erkennen und so. Und ja, okay, man kann auch Shadow spielen, sehr geil. Tails, Knuckles, Mighty sogar, Ray. Aber wir gehen jetzt mal ganz klassisch als Sonic hinein. Und ja, es soll ein bisschen so sein wie die 2D-Spiele. Aber mit Momentum, keine Ahnung, irgendwas mit Momentum halt. So, man kann, also was haben wir jetzt hier? Also Sonic rennt jetzt hier durch die Gegend, was hier sind. Use the left stick to control the camera. Okay. Stick the right stick. Was nochmal bitte? Was machen wir? Machen was? Okay, left stick ist move the character, right stick ist control the camera. Also das ist einer der wenigen Spiele, die die Klickfunktion hier vom Controller benutzen. Man kann die ja so hineindrücken, hier drücken, ja, und dann resettet das die Kamera. Ja, was macht dann eigentlich links, wenn man links klickt, passiert nichts. Okay, das ist das erste Spiel, was ich je hatte, dass das unterstützt. Okay, Air Dash. Gibt es in Sonic Robles 2 auch und jetzt die Speed Sock hier. So, das ist der Air Dash, okay. Okay. Und man kann auch an den Wänden ran klicken, okay. Wow, ich weiß gar nicht, was hier zu tun ist. Irgendwie langweile ich mich jetzt schon. Tot. Da geht's zum Tod hinein. Okay, Walljump kann Sonic hier. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier mache. Ich klicke einfach nur hier irgendwelche Tasten herum. Kann man hier hoch? Ey, man kann sogar hochkleiden. So. Okay, das ist das Tutorial. Wir sind hier oben. Okay. Okay. Bin ich schlau genug dafür? Ich kapiere es nicht. Ich kapiere das Spiel nicht. Okay, wenn man stehen bleibt und B drückt, dann kann man Spin Dash machen. So. Spin Dash. Wenn man rennt und B drückt, passiert nichts. Und wenn ich renne und hier die rechte Taste hier oben klicke. Und, oh, geht auf. Spin Dash kann er auch damit machen, anscheinend. Ja. Dann rollt er sich ein. Okay. Hier ist ein Looping. Jetzt Spin Dash mal hier. Ja, die Grafik ist nicht gerade die beste. Wow. Okay. Hat das geklappt? Ich glaube schon, ne? Oh, wieder abschwindelig bei, ey. Die ganzen blöden Looping zu benutzen, ey, so. Und ich glaube, jetzt müssen wir hier hoch. Okay, ich weiß nicht, wer das entwickelt hat. Ich komme vielleicht irgendwann in den Credits. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise bei manchen Fangames kann man ja sehen am Anfang, ob da welcher Entwickler da mitgespielt hat. Okay, ja, schön, so ein Looping macht mich aber nicht gerade schneller, ich verstehe es nicht. Also, wie kommt man jetzt da hoch? Ich roll mal hier durch. So, rennen. Wow. Ah, man kommt nicht hoch. Man kommt da nicht hoch. Habe ich gerade gebounced? Bounce war noch mal. B, ne? B
B-Bouncing. B für Bouncing. Bounce, 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 bounce. Okay, so, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich laufe hier einfach mal blödsinnig durch die Gegend. Ich glaube, man muss da hoch, aber das ist wirklich schwierig jetzt. So, ich nehme mal Anlauf. Klappt nicht. Jetzt benutze ich den Looping dazu. Der blöde Looping jetzt. Ah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, wir sind rüber. So, an den blöden Fragezeichen vorbei. Komm schon, geh am Fragezeichen vorbei. Geh am Fragezeichen vorbei. Es läuft ja im Kreis. Was ist denn los hier? Was macht er denn da? Was ist das? Was ist das? Eine Blume. Ich dachte, das wäre jetzt hier Eggman als Frau. Habe ich gerade gedacht, dass da Eggman als Frau steht. Das ist eine Blume, schau sie mal an, ey. Boah, ich krieg Halluzinationen hier von dem Spiel. Oh, meine Güte, so, wo geht's denn hier lang? So, wo geht's denn hier lang? Der Homing Attack. Ah, ne? Okay, da. Schöne Voice Acting. Oh, jetzt, das ist der Homing Attack. Homing Attack mit schönen Kreisanimationen. Es ist schon normalerweise. Ja. Ja. Kann man boosten? Nee. Also man kann mit B. Wow, scheiße. Oh, oh. Oh meine Güte, ey. Oh. Ich war abgelenkt wegen dem blöden B-Taste, ey. Das läuft ja gar nicht mehr so richtig. Ich ziehe nach links. Der läuft geradeaus. Schaut euch das mal an, ey. Der läuft geradeaus, obwohl ich jetzt hier nach links drücke. So, warte, man kann es kaum mehr sehen. Jetzt sieht man es. Ich drücke links und der läuft geradeaus. Mann, mit. Wow! Ich habe keinen Bock mehr auf das Tutorial. Das ist ja unglaublich schwierig hier. Wieso kann ich nicht... Wieso dreht er sich nicht? Ja, so soll er misten! Ich glück... Ich guck grad das mal an, ey! Schaut euch mal die Kontrolle an. Ihr sieht einigermaßen richtig aus, aber ich wollte nach vorne. Nach vorne. Aber der guckt nur. Der guckt immer nur nach links, obwohl ich nach vorne drücke. So, da trinken. Na, ich bring mich gleich um hier. Was soll der Mist, ey? Leben ist sowieso nicht. Scheiße. Schaut das mal an, ey. Ich kann nicht mal mehr drehen. So beschissen ist mein Leben. Ich kann nicht mehr. Was ist denn da los? Ist das eine unsichtbare Wand oder was hängt denn da fest? Boah. Na, jetzt funktioniert's. So ähnlich, ja. Ich glaube, hier geht's hoch. Boah. Also, das ist ein Scheißspiel. Das mal an, ey. Die Kontrolle ist eigentlich in Ordnung, aber schon wieder. Ich drück nach rechts. Ich drück nach rechts. Links meinte ich. Ist aber egal, scheiß drauf. Rechts geht auch nicht, ne? Doch, rechts geht, aber links geht nicht. Das ist eine unsichtbare Wand. Das sind unsichtbare Wände hier. Schaut euch mal an, deswegen können wir nicht nach links. Wasser auch unten unter Wasser auch oder so? Das ist ja unglaublich, ey. Wir hatten das programmiert. Ja, jetzt würde ich gerne den Namen wissen. Jetzt habe ich den Namen leider nicht. Ah, naja, wieder Beschreibung steht da. Wie man das findet. So. Wo ist der Griff? Wo ist der Griff? Hallo? Was soll der Mist?
Der Griff ist nicht mehr da. Ah. Das ist unglaublich, ey. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weitermachen soll. Der Griff fehlt. Der ist jetzt da hinten oder so. Ne, das ist der Griff auch nicht mehr. Egal, wir sind jetzt da angekommen, wo wir vorher waren. So, jetzt gehen wir auf den Grinder. Mit B kann man dieses machen, was man dies nennen soll. Oh, endlich geht's weiter. Ah, schon wieder Fragezeichen vorbeigefahren. Motorbox. Notice there are different types and different ways of crushing you. Some can be dealt with quickly with a swift homing attack. Others might need a smarter approach. Each character can deal with these guys differently. Wir haben jetzt Sonic, der kann Homing Attack machen. Könnte Tails wahrscheinlich nicht. So, aber. Die Motorbox sind fast so aggressiv wie Sonic GT. Some use speed, some use the air, and others can knock out Bannix with ease. Press and hold right bumper while in the air to activate a character's special ability. If you want to see what ability a character has, check out their profile on the character select screen. Na, das werde ich jetzt nicht tun. Wir sind nämlich gerade mitten im Game hier. Scheiße, ich weiß nicht, wo es lang geht. Scheiße. So, nach 11 Minuten haben wir es endlich geschafft, das Tutorial hier irgendwie zu beenden, fast, glaube ich zumindest. Oh, wir laufen in die falsche Richtung. Was kommt von den Rennen? Wo geht's lang? Das ist ja aber ein Ding hier. So, blöde Wespen, stirbt ihr Wespen. So. Ja, jetzt weiß ich wieder nicht, wo es lang geht, ey. Das ist ja ein Ding, ey. Schau das mal an, ey. Hier, ne? Glaube ich zumindest. Bannix lassen wir mal am Leben. Dann wissen wir nicht. Wollen hier keine Kriegsverbrechen verunstalten hier. Oh. Wow! Die sind fast so aggressiv wie in Sonic GT. Ich glaube, Sonic GT sind nur noch aggressiver, die Motorbox. Ja. Sonic GT könnt ihr mal wieder anspielen. Ihr habt ja jetzt einen 2K-Bildschirm. Oder eine BQHD heißt es ja eigentlich. 2K ist eine falsche Bezeichnung dafür. Da wusste ich aber erst seit vorgestern. Dass ich eigentlich einen WQHD oder QHD-Bildschirm habe und keinen 2K. Ja! Also ich weiß gar nicht, wo es lang geht hier. Ich gehe einfach mal hier auf das Level entlang. Es gibt keine Fragezeichen mehr, die man abgraben könnte. Ja, was soll er miss? Was soll er miss? Das hätte ich machen zum B, glaube ich, ne? B ist. Ne, das ist Stampfen nochmal. Nach X. Scheiß Plattform, ey. Boah, wie kommt man jetzt da hoch? Jetzt sind wir wieder unter Wasser. Mann. Und die Steuerung will ja nicht. Die Steuerung. Ich hab keine Ahnung. Was war das jetzt gerade für ein Geräusch? Ich hab mich gerade total erschreckt. Das Wasser. Ich dachte, hier ist was umgefallen in meiner WG. Was ist das da oben? Ah, ich dachte, das wäre Navi oder. Das sieht so aus wie Tikal. Wie diese Kugeln, Tikal-Kugeln, diese roten Dinger da, ne, die man dann einsammeln muss, damit man ein paar Hinweise bekommt. In Sonic Adventure.
Ich dachte, das wären solche Dinger, aber das sind in Wirklichkeit Feuerkugeln, die einen Schaden verursachen. Oh. Das Spiel verkauft mich für blöd, ohne Witz, ey. So, bin ich hier richtig? Sieht so aus. Ah, hier ist ein... Okay. Ah, wir sehen doch gleich. Even you won't last long against this one. Okay. Netter Boss. Was soll der Mist? Was ist denn da los? Ich darf ihn nicht von hinten angreifen oder was? Oh. Was soll denn, macht die Kamera hier? Angel Island Act 1. Jetzt sehen wir den Tornado, wir sind mit Propeller diesmal. Okay, aber ohne Sonic Emblem, ne? Was soll's. Das ist ja auch nicht schlecht, so den Classic Tornado zu fliegen, ne? Ja. Wie macht Sonic das? Wie macht Sonic das, dass er auf die Tragfläche stehen bleibt? Schau doch mal an. Der rutscht immer ab. Boah! Ja, die Textur ist auch sehr reflektierend, wie man sehen kann hier. Okay, so. Ah, wir haben es geschafft! Boah! Wir sind den auf dem Tornado und können wegfliegen. Ja, da ist kein Pilot drin. Okay, egal, wir machen weiter. Hier noch gespielt. Das wird dann. Ah, die Dinger, das erinnert mich. Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, das war sogar Sonic Encore. Ich weiß auch nicht, wie es damals hieß. Das hat nicht so richtig gelaufen auf meinem PC, glaube ich sogar. Mit meinem alten PC. Weil nicht wegen der Grafikkarte, sondern einfach, weil es keine Ahnung war. Nicht gerade. Normalerweise, diese Blumen konnte man nicht zerstören. Das weiß ich noch Bescheid. Ich weiß gar nicht, welches Sonic Fan Game ich gerade im Kopf habe. Aber, naja. Also, die Mucke ist nicht schlecht. Die ist an Sonic 3 und so angelehnt. Kann man hier. Ah, mit Y. Wie immer mit Y. Lightspeed Dash. Scheiße, mein Feuerschutz ist weg. Jetzt kommen wir hier wieder nicht hoch. Wow. Manometer, ey. Wow, wo geht's lang? War ja kein Ring, aber trotzdem funktioniert. Okay. Na, das war's. So, kriegt man extra Leben, wenn man 100 Ringe erreicht. Finden wir es raus. Nee, oder? Scheiße! Wir sehen Tornado wieder, das können wir ganz viel. Mal vorne zurücklaufen, ey. Boah! Werden wir noch verfolgt hier? Scheiß Stalker, ey. Immerhin können wir rasen. Okay, wir sammeln ein paar Ringe auf. Zwei Ringe noch.
Ja, wir haben 100 extra Leben. Hohoho, ich dachte schon, wir wären von den Blöden. Ich weiß gar nicht, wie die heißen jetzt. Hier, Sonic 3. Die werden nix. Ah. Mann. Oh, ist das hier offen. Okay, Checkpoint. Oh, oh Scheiße, wo geht's lang? Was ist denn das für ein Mist, ey? Ist ja unglaublich, ey. Wo geht's denn lang hier? Das ist unglaublich! Man weiß gar nicht, wo es lang geht! Das ist... Oh. Wohin? Rechts oder links? Nach oben mit dem Walljump oder so. Ah, ich sehe nur Wasser. Ah. Jetzt fehlt wieder der Griff. Sind das nähere Garafälle oder so? Ich habe keine Ahnung, wie es hier, wo es hier weitergeht. Ey. Boah! Nein! Wo ist die Sprungfeder? Hier war doch eine Sprungfeder, wo ist die geblieben? Hallo? Okay, nehmen wir die hier. Geht vielleicht genauso. Natürlich funktioniert die nicht. So. So, jetzt. Wo geht das? Was soll diese blöde scheiß Sprungfeder denn? Wo führt die denn hin? Was soll der Mist? Oh. Da ist noch eine Sprungfeder, die nehmen wir mal. Sind noch welche an den Wänden oder was? Hm. Ich glaube, wir sind weiter. Ja, wir sind weitergekommen. Es ist wieder alles dunkel und laublich. Wow. Oh, das geht auch schnell. Coins sind auch wieder dabei. Super Beleuchtung. So. Boah. Nein. Ah. Oh. Unglaublich. So, jetzt sind wir doch wieder auf Land. Nee, wir müssen Land gewinnen. Okay, es geht weiter. Neuer Endgegner. Oh, Wasser. Boah, ich bin total verwirrt. Ah, wir gehen natürlich weg, man kann auch nicht mehr. Hm.
Das war nicht schwierig. Nächster Ring. Jetzt soll es ein Darsteller auf dem Ring, schau das mal an. Ich mache mal die Facecam ist gerade im Weg, aber hier so. Hier sieht man schön. Vorteil Ring aus Sonic 2 oder aus dem Sonic Movie oder was. Naja. Okay, das war jetzt Angel Island Act 1. Angel Island Act 2, boah. Okay, das ist schon eine Verbesserung zu dem alten Sonic Encore. Aber das mit dem Wasser nervt gewaltig. Was ist denn los hier? Wo geht's denn hier? Boah! Hä? Ich bin da drauf gelandet. Wieso bin ich jetzt durchgekommen, ey? Ah. Oh. Und laufe hier. Man springt nach oben, wenn man die Dinger berührt. Und das für eine Mechanik. Wow, was für Dinger. Jetzt hängen wir hier fest. Das Spiel ist merkwürdig. Jetzt macht es wieder Spaß, wenn man so schnell ist. Wo geht's denn lang? Wo geht's denn lang hier, ey? Wo geht's denn da lang? Nein, nicht ins Wasser! Ah, es ist nur seichtes Wasser, ich glaube schon. Ist das die richtige Richtung oder laufen wir jetzt wieder in die falsche Richtung? Ich habe keine Ahnung. Hoffentlich habe ich genug Festplattenspeicher für das Video. Okay, wir haben jetzt ein Feuerschild. Okay. Verliere das Feuerschild im Wasser gleich. Wetten. Ich wusste gar nicht, wo es hier weitergeht. Oh, doch nicht. Unglaublich, ey. So. Wieso kann man da entlanglaufen, wo es zu nichts führt? Wieso kann man da entlanglaufen, wo es zu nichts führt? Wieso kann man da entlanglaufen, wo es zu nichts führt? Unglaublich, ey. Nein, Feuerschild weg. Oh, na, das ist. Da schon wieder. Kann man entlanglaufen, aber es führt zu nirgendwo. Ich blick nicht durch, wo es lang geht, ey. Okay, hier vielleicht. Nach links oder nach rechts? Nach links oder nach rechts? Ich hab keine Ahnung. Man sieht schon, ich weiß gar nicht, was ich mache. Jetzt sind wir wieder unter Wasser. Ich dachte, ich kann nur greifen. Okay, wir sind wahrscheinlich auf dem richtigen Weg, bin mir nicht sicher. Es ist nämlich ziemlich unübersichtlich, das ganze Game hier. Die Battings kann man nicht zerstören, wie es aussieht. Wo geht's lang? Rotes Wasser, Blut oder so, was darstellen. Die Gegner kann man nicht mit Homing Attack angreifen.
Wow, fast ins Wasser gekommen. Mann! Verdammt nochmal! Das ist unglaublich, ey! So, ich jetzt hier drauf. Jetzt haben wir die blöden Plattformen hier, die. Brauchst du die nicht haben, die Plattformen? Boah, in der fucking Luft. In der Luft, wie immer. Man kann die nicht zerstören. In der Luft, wie immer. Hier bremst aber ganz schön. So wie in Sonic 3 Knuckles. In der Luft, wie immer, unglaublich, ey. Wo geht's lang? Unglaublich, ey. Ich weiß gar nicht, wo es hier lang geht, ey. Ist das frustrierend, ich dürfte eine Pause machen, ey, weil ich nicht weiß, wo es lang geht. Boah. Diesmal bleiben wir auf der linken Liane. Ah, jetzt geht's auch weiter wieder. Und wir werden wieder in der Luft abgeknallt, ey. Das ist unglaublich, ey. Jetzt hier entlang? Ich weiß gar nicht, wo es lang geht, ey. Wie immer. Jetzt da entlang. Wasser. Scheiß Wasser. Das geht. Okay, sind wir ein bisschen weiter gekommen. Jetzt ist hier wieder offene Landschaft. Das ist unglaublich, ey. Ah, was hat uns erwischt? Nichts hat uns erwischt. Brauchen die Ringe. Dann sterben wir. Ringe, Ringe, Ringe. Ja, endlich geht doch. Oh. Bomber. Bomber in der Luft. In Sonic 3. Aber da kann man nicht einfach. Man muss aber ausweichen. Nicht so wie in Sonic 3 einfach nach rechts drücken. Also, der Ecken wieder. Die Kamera! So, der Kamera los, schau das mal an, das sind alle Ameisen oder was? Ameisenperspektive oder wie? Ah, Scheiße! Wo geht's lang? Hier? Ah, doch, hier, ja.
Nein, nein, nicht runterfallen. Hoch! Oh! Oh! Boah! Das war knapp. Okay, noch einmal. Das wackelt das so, die Kamera. Schau dir mal die Kamera an, die ist unglaublich, ey. Even you won't last long against this one. Ringe! Ich brauche Ringe! Ringe! Oh. Okay, das nullte extra Leben übrig, aber dann geht's so weiter. Oh. Nein! Hoch! 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 Oh! 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 Ist ein Fakt! Unglaublich, ey! Oh! Was war das jetzt gerade eben? Fliegen die Ringe? Okay. Wir drücken mal eine Taste. Na. Okay, was soll ich dazu sagen? Meine Güte, das ist ein komisches Spiel. Es ist. Eigentlich geht's eigentlich. So vom Schwierigkeitsgrad gerade geht es. Auch wenn ich meistens nicht wusste, wo es lang geht und so und immer ins Wasser fiel und so weiter, aber. Okay. Das war Sonic Encore. Danke fürs Zusehen. Bleibt gesund wie immer und es gibt immer einen Daumen hoch, aber für euch fürs Zugucken. Und ja, mehr brauche ich ja nicht zu sagen. Danke, dass ihr Terra schon lange geschaut habt. Geht auch vielleicht in meinem weiteren Video. Tschüss, Leute. Schauen wir, kommt der Daumen hoch für euch. Und hier kommt der. Tschüss, Leute. Ciao. Tschüss. Mo.